Für die Union geht es abwärts. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf nur noch 29,5%. Das berichtet die Bild-Zeitung und bezieht sich auf den neuen INSA-Meinungstrend. Das ist der historisch schlechteste Wert in dieser Umfrage. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Verlust aber gering. Zuletzt lagen CDU und CSU bei 30%. Zulegen konnten bei der Umfrage die Sozialdemokraten und die Linke. Die SPD legt um 1% zu und kommt auf 22%. Die Linke verbessert sich um 0,5 Punkte und liegt bei 12%. Die AfD bleibt unverändert bei 15%.